Hallöle! So, und jetzt muss ich dir noch, was jetzt gleich wieder mein Layout zerschießen wird, meinen Bildschirm teilen, nämlich das YouTube-Fenster hier. Das geht raus. So, jetzt sehen wir hier natürlich das. Perfekt. Jetzt bist du da unten. Warum bist du jetzt da unten? Warum ist es halb? Warte. Ich brauche hier wieder die Kacheln. Okay, deswegen war das so groß. Jetzt verstehe ich Dinge. So. Das macht es immer noch nie schöner. Aber noch viel seltener. So, bauen wir das hier so hin. Ich weiß auch gar nicht, ob das Video schon wirklich live ist. Von Labeligkeit her. Ich guck mal. Ich habe schon Fenster offen, aber hab's noch nie reinsortiert. So, das hier schneiden wir noch mal ein bisschen zu. Ja, ist online seit einer Minute. Krass, warte. Gib mir. Wir schaffen das. Beziehungsweise, ist ja ganz cool, wenn sich wieder, Wir haben zur Abwechslung mal ein cooles Thumbnail genutzt irgendwie. Ja? Oh, da bin ich jetzt gespannt. Jetzt sailst du das. So, hier oben noch den Balken weg. Zack. Gut. Das macht es auch nur bedingt schöner. So, jetzt muss ich noch das andere. Hier habe ich nämlich noch als Platzhalter ich jetzt Epistrophe reingemacht. Wie Sie sehen, sehen Sie fast nichts. Warte mal, jetzt brauche ich mal noch das andere. Nee, da bist du schon fast perfekt eingepasst. Krass. So. Haben Sie ja alles wieder ein bisschen russisch. Na klar. Weil ich meine eigene Zeit nicht im Blick hatte immer wieder. Das ist ja ein geiles Thumbnail, was sie sich da am Ende rausgezogen haben. Ja. Das gefällt mir ja sehr. Cool. Ja, stark. Und dann hier noch Sound auf volle Kanne. Gehe ich trotzdem erstmal kurz zurück. So, erstmal gucken. Die Nina hat sich zumindest her verirrt. Covid-verseuchte Grüße. Igitt. Was machst du denn? Wo hat man denn das jetzt noch her? Ich dachte, das ist vorbei. Das ist ja ekelhaft. So, jetzt habe ich dich wieder wegrationalisiert. So, jetzt ist das wieder da. Ist ja nicht schlimm, sag ich. Ja. Ganz kurz hier noch. Irgendwelche Menschen. Ja, können wir noch ein bisschen warten. Ich meine, wir sind ja... Zweistelligkeit wäre schon wieder nett, wenn man das hinkriegt. So rein für die Statistik.
Leipzig vom 1349-Konzert. Ja, viele Menschen auf engem Raum, das ist natürlich nach wie vor prädestiniert für leckere Ansteckungen. Muss man ja aber trotzdem nie mitmachen, jeden Quatsch. Kann ja das Konzert mitnehmen und die Viren dort lassen. Obwohl, klappt auch nur manchmal. So, du starrst auch gerade noch aufs Handy? Na, muss ja auch nebenbei noch Social Media an und Ah, alles. das ist sehr weise von dir. So, kann ja schon mal spoilern, gibt es schon die ersten Kommentare hier. Bisher Zero. Aber in 4 Minuten schon 15 Views. Das ist ja natürlich ganz fantastisch. Ich finde es schade, dass die das nie mit dem Premieren-Countdown machen. Das ist eigentlich irgendwie immer Der ganz hat mir mal schnuffig. gesagt, wieso nicht, aber ich hab's vergessen. Okay. Da gibt es also irgendeinen Grund für. Wäre interessant, den mal zu wissen. Wer weiß, vielleicht verpatzt das irgendwie den Algorithmus. Ich finde es aber dahingehend schön, weil du kannst vorher schon den Link streuen, was ja so nicht geht. Und ich glaube, die Leute kriegen dann unter Umständen auch einen Reminder, dass das online geht oder ähnliches. Ich meine, wenn sich bei Spotify sozusagen das Pre-Saven doch so lohnt, warum sollte das hier anders sein? Algorithmus ist Algorithmus, möchte man meinen. Du, ich sehe ja gar nicht mehr durch. Das ist gut. Hier wird einfach nur noch gemacht. Einfach nur ballern, das finde ich ganz fantastisch. Einfach machen, sage ich. Seek and So, ich Strike hat kann es dir auf das jeden Fall jetzt auf. geteilt. Das finde ich da schon mal ganz knuffig. Wer hat was geteilt? Seek and Strike hat es auf jeden Fall direkt geteilt, das Label. So, Hä? Entschuldigung. Achso, jetzt verstehe ich es. Am Okay, Prost. 6.12. kommt die. Ich habe den Post von denen gerade nie verstanden. Die mögen das Adjektiv Blistering. Ich glaube, das haben die bis Sehr, jetzt bei ist mir auch jedem aufgefallen. zweiten oder. Erzähl mal, wieso sich das Pre-Save bei Spotify für Artists lohnt. Ich dachte, du bist Online-Marketing-Expertin, Nina. Also ich habe das so verstanden, je mehr Leute das Pre-Saven, desto mehr Leute hören das an, wenn es denn dann rauskommt. Und in den ersten ein, zwei Tagen, Wochen muss der Algorithmus möglichst viel gefüttert werden, muss möglichst viel Aktivität sehen, möglichst viele Streams sehen bei dem jeweiligen Song, EP, Album, Musikerzeugnis, sage ich mal, damit das auch weiter verteilt und in irgendwelche Autoplaylists mit reinhaut von ähnlichen Genres, mit ähnlichen Tags. Ist das richtig, Tom? Ja, Genau. und es landet vor allen Dingen direkt auch gleich in deiner Mediathek. Das außerdem. Die Leute kriegen Sprich. halt, genau, die kriegen den Reminder und das ist ja das, was du willst, dass die zum Anfang möglichst viel über den Reminder dann möglichst viel Aktivität erzeugen auf dem Track. Actobumsus. Genau. Das ist die Idee dahinter. Und bei YouTube schadet das ja genauso wenig, ne? Also je mehr initialer Bass und Interaktion irgendwie auf einem Video ist, desto mehr wird das halt weiterverteilt. Deswegen Kommentare, 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 Likes, das ganze Besteck. Das ist, was der Algorithmus liebt. Wobei das ja dann bei dem Label, YouTube-Account auch irgendwie so eine durchwachsene Geschichte ist, ne? Dadurch, dass die ja verschiedenen Content posten, der auch je nach Bandbekanntheit verschieden performt, ist gar nie. Ich glaube, bei denen ist der Algorithmus einfach nur verwirrt. Meinst du jetzt bei Spotify oder was? Nee, bei YouTube. Ne? Es ist ja ein Kanal. Ach so, Und ja. eigentlich muss ja ein Kanal muss konstant wachsen, damit der Algorithmus den weiter kickt. Ne? Also du brauchst quasi auf jedem Video mehr Interaktionen als auf dem davor und mehr Kommentare und mehr Likes und mehr Klicks und weiß der Geier was, damit es permanent weiter wächst. Und ja, wie gesagt, wenn du halt so ein Mixed-Content-YouTube-Kanal bist, was ja bei einem Label sozusagen der Fall ist, wo es natürlich schon in eine gewisse Richtung geht, ne? In dem Fall halt Metal, also nicht so, dass die zwischendrin plötzlich Schlager haben. Aber da hast du irgendwie diese Konstanz nie und das ist, glaube ich, insgesamt nie so geil für einen Algorithmus. Aber gefährliches Halbwissen.
Wenn ich wüsste, wie es geht, wäre ich schon längst YouTube-Millionär, sage ich. Muss einfach mehr Katzen-Content raushauen. Ja, ist auch so ein Ding, Katzencontent. Könnten wir mal ins unserer Videos einbauen, finde ich. Mehr Miezekatzen, mehr Pussys, sage ich. Das Das sowieso. ist relevant. So, das akademische Viertel, machen wir das noch voll? In der Hoffnung, dass noch ein paar Menschen einfinden? Ja, ich mache auch gleich noch mal ein Dings. Ein Bums. Dingsbums. Meine Getränkeplanung ist auf jeden Fall ganz schlecht. Dieses Getränk ist alle. Ja, wenn wir jetzt eh noch kurz bummeln, hole ich mal schnell noch was. Mache mal, ich mache hier noch mal so ein bisschen Sozialmedien. So. Was merke ich hier? So, gar nicht Link. lang rumgeeiert. So, zur Feier des Tages ein Freiberger. Was wollte ich Quasi denn jetzt? mit allem. Copy wollte ich machen. Und dann wahrscheinlich Paste. Ich auch gemacht. Stark. So. Ist denn das heute alles so leise hier? Ist eigentlich aus dem guten Jauchnitzner geworden. Ja, das Projekt. Irgendwo habe ich noch die Etiketten. Es ist aber leider nicht tiefer gegangen. Ich habe ein wunderschönes, das auch irgendwann mal bei Insta gepostet hatte. Ich glaube, ich hatte sogar meinen eigenen Jauchnitzner-Account angelegt. Biene hatte mir ein wunderschönes, eine befreundete Tattoo-Künstlerin. Mir ein wunderschönes Jauchnitzner Werbeplakat, Propagandabild, wie auch immer man es nennen will, gebastelt. Das war wunderschön. Das braucht immer noch einen Rahmen. Hängt hier noch nirgendwo in der Wohnung. Aber ja, wir haben theoretisch eine ganze Jauchnitzner Produktlinie in der Hinterhand. Zum Beispiel das beliebte Jauchnitzner Frühstücksbier mit Dinkel. Das wird einschlagen, irgendwann. Wenn wir mal eine Brauerei finden, die das dann macht in Lizenz. Ja, 6 ist auch eine bescheidene Zeit. Da haben Leute meistens immer noch was zu tun. Haben die da was zu Sag ich tun? mal. Was machen die denn da? Die gucken wahrscheinlich auch gerade alle das neue Cytotoxin-Video. Das hat nämlich auch gerade Premiere. Das werde ich mir dann im Anschluss angucken. Gut, dann Guck mal. mach doch das erstmal Guck mal rein. ganz kurz bei der. Stimmt, wir schmulen bei der Konkurrenz rein. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. So, Saito. Aber dann sehen doch die Leute, wie richtiger technischer Death Metal geht.
frage mich doch spontan direkt, wo sie hier dieses geile Politbüro-Footage her haben. Das sieht richtig geil aus. Das ist ja wieder nur Sind die Krach. aus Ach Berlin? Nee, Quatsch. ne? Weiß ich nicht. Ich meine, gut, es ist halt erstmal ein Raum. Poster und Flaggen sind schnell besorgt und brauchst halt ein bisschen altmodische Möbel vom Sperrmüll. Das geht schon. Solidaritäts-Like da. Krass, krass, krass. Geht schon ganz gut ab. Naja, weiß ich nie, die hatten schon mal einen epischeren Touch, so wie der letzte Part, der hat mir gefallen. Der Rest ist mir zu genty, zu verkopft für meinen persönlichen Geschmack. Hat mir jetzt nicht einen Slip ausgezogen, sag ich mal, ne? Aber können schon was, sag ich mal so. Das auf jeden Fall. Also. Ich staune, dass Panzer an Drums auch mittlerweile so krass gut ist. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. So, ich glaube, es lohnt jetzt auch nie weiter hier Verzögerungstaktik zu betreiben.
Achso, was ich noch sagen möchte, wollte, Grimo ist definitiv der John Wick an den Fingerguns. Ja, das kann ja gut. Ballern wir doch mal unser neuestes Werk hier raus. Gucken, ob das. Was ist denn irgendwas? Warum ist das Format so komisch? Warum füllt ihr das nicht aus hier? Im Player. Das ist irgendwie seltsam. Fullscreen macht das wieder kaputt. Jetzt. So wollten wir das haben. Dankeschön. Keine Ahnung, was da kaputt war. Let's go! Oh, der klingt lange aus zum Schluss. Ja, wirklich sehr, sehr schön, dass ihr noch die Nachdrehs mit der Performance im Feld gemacht habt, sonst wäre das irgendwie Hiking Peter the Movie geworden. Tom, bist du noch da? Bild sieht eingefroren aus. Bild ist eingefroren. Tom! Ah, jetzt bewegt sich wieder was. Hörst du mich? Sag mal was. Ich höre dich die ganze Zeit. Ah, cool. Hast du irgendwas gesagt in der Zwischenzeit?
Ja, mag den Song. Ist gut. Und es ist gut auch, dass wir ja da nochmal was gemacht haben. Hiking Peter, ja. Ja, bei sind ein paar schöne. Ja, so. Nein, nein, nein. Da, nein. Ne. Täuscht wieder die Vorschau immer. Naja, auf jeden Fall ein paar schöne Peter hat Höhenangst-Segmente dabei hier. So auf dem Felsen stehen, wenn es dahinter ohne Geländer abwärts geht. Das immer, das machen wir gerne bei Drehs. Ne? Ob in alten Kornspeichern oder irgendwo in der sächsischen Schweiz. Immer schön den Peter irgendwo in den Abgrund stellen, damit er sich auch schön einscheißt beim Performen. Das finde ich mal gut. Machen wir das. Ja. Hat ja keiner gesagt, dass es leicht wird. Oder auch sehr schön eine Einstellung, die mir aufgefallen ist, die ich gar nie auf dem Schirm hatte. Die mir dann beim Vorabschauen schon. Hier. Die Schuhe. Ja, nochmal so ein kleiner Vans-Werbespot mit eingebaut. Da habe ich nämlich letztens tatsächlich auch Mitmenschen, a.k.a. Geil, ein Spambot. Wie wird man die denn los? Combine Dreckliner. Best Viewers on. Nein. Go away. Siehst du? Wir brauchen doch Moderation. Filter. Ich sehe den hier gar Den nicht. scheiß Bot da interessiert da keine Sau. Ja, solange es nur einer ist. Aber wenn es dann irgendwann hier nur noch abbottet, ist natürlich blöd. Naja, jedenfalls hatten mich letztens Schüler darauf angesprochen. Hier sind das die Modell XY, die TV63. Und ich so, ja, keine Ahnung. Könnten auch die TV64 sein. Ja, aber offenbar habe ich da irgendwelche hippen Sneaker erwischt, als ich die mir gekauft habe und einfach genommen habe, was mir gefällt. Ja, bin ich halt noch voll dran an der Jugend, sage ich hier. Ja, Berufsjugendliche. Ich muss ja sagen, das Video geht ja mit einem absoluten Novum los. Nämlich? Und ich denke, es wird auch erst und letzte Mal gewesen sein, weil man kann einen Song nicht damit starten, dass ein Buzzer anfängt. Was? Wo? Na, wenn es richtig losgeht, der Song, Ja. fängt mit einem Buzzer an. Was? Ich nicht aufgepasst, warte. Stimmt. Ja, Unglaublich. das ist ja Bass und Gitarre. Aber schon sehr Naja, prägnant aber bassig. der erste Shot ist ein Vierseiter. Sowas, also ich glaube, sowas macht keine Band. Das ist, hier ist Demokratie at its Sind best. aber fünf Seiten. Ne? Also Stimmt, der hat schon nah fünf, ja. dran. Nah dran. Aber ja, nee, Mensch, die Bassisten stehen sonst immer nur in der zweiten Reihe. Da muss man Stimmt. denen doch auch mal Genau, eigentlich in der fünften. ein Leckerli hinwerfen. So. Ach stimmt, das ist mir wiederum gar nicht aufgefallen. Ich habe einfach nur, ich dachte, hier, guck, Mensch, Peter, aus Drohnenperspektive, das geht immer. Das kann man machen. Ja, und dann das. Nicht, ja, gut. Er hat ja auch heute Geburtstag, der Das Sack. stimmt. Siehst du, Muss man es war mal das alles Gute Geburtstagsgeschenk. sagen. Darauf können wir uns rausreden. Genau. Also, nochmal alles Gute, Marco. 30 ist er geworden, ne? Ist jetzt rund. Macht jetzt einen Sack zu. Wird auch jetzt langsam alt. Jetzt ist der Abstieg steigt an, sage ich. Mit 30 vor allen Dingen immer noch Lehrling zu sein, das ist ja auch so eine Sache, ne? Das stimmt. Das kommt aber auch davon, dass wir nie jüngere Leute rekrutiert kriegen. Na, kaum hast du mal wieder jemanden neuen in der Band, sind das immer so alte Säcke wie der hier. Der olle Oh Trommeljunge. ja, der ist richtig alt. Oh. Da ist ja schon fast ein Zettel am C bei dem. Ganzes Jahr älter als ich. Dass er das überlebt. Ja, nee, cool. Aber ihr habt tatsächlich draußen nochmal das Schlagzeug aufgebaut, weil davon ist tatsächlich am Ende gar nicht so viel im Video gelandet, was Vani auch schon meinte. Hier haben wir nochmal irgendwo da. Ja. Ja, wir haben das Schlagzeug aufgebaut. Das stimmt. Aber es war ja alles direkt neben dem Proberaum, deswegen war das alles ratzifatzi auch in 2 Stunden erledigt. Das war ja auch der Grundgedanke der ganzen Sache. Beste. Und dafür, was es ist, ist es gut. Nachdem wir für den Rest des Footage schon irgendwie den ganzen Tag wandern waren, ja, muss das ja reichen. Ne, das ist Und wir ja. dürfen nicht vergessen, dass wir ja von Jonas auch noch so eine scheiß Leuchtröhre vergessen haben, mitten im Gebirg. Stimmt, das kann man auf jeden Fall noch erzählen. So das Finale hier so. Zack, wollen wir hier den Abstieg? Da. So, wir haben dann den Shot genommen, weil der noch am ehesten danach aussieht. Aber eigentlich sollte das Finale sein, ein Abstieg in eine Höhle. Und dafür hatten wir uns Höhlen rausgesucht in der sächsischen Schweiz. Und da gab es dort, wo wir waren, wohl drei Stück.
Zwei waren von Bofern besetzt, also von Menschen, die in der Natur übernachten, irgendwie unterhaltsam finden. Das eine war eine Familie mit Kids irgendwie. Die haben wir dann auch Die haben sich belegt. erstmal in die Hosen geschissen, als da vier Langlodie kamen. Das war auf jeden Fall, ja, das war erstmal, hat erstmal für Irritation gesorgt, aber dann wurde es ja direkt freundlich und herzig, ne, als wir dann gefragt haben, wo denn eine vielleicht noch freie Höhle von den dreien ist. Und da hatte uns die eine dann ja direkt angeboten, uns die zu zeigen. Das Kind wollte irgendwie direkt mit, wurde aber grob abgewatscht, dass das nicht soll. Und ja, dann wurde uns die freie Höhle gezeigt. Und wir hatten schon Licht aufgebaut und ne, wollten drehen mit dem Lämpchen und so. Und dann haben wir festgestellt, dass die Höhle doch nicht ganz unbewohnt ist. Also es ist nicht ganz der Bär im Wald gewesen, sondern kleiner, aber dafür viele. Nämlich Hornissen. Da war wohl ein Hornissennest in dieser Höhle, weswegen wir fluchtartig die Beine in die Hand genommen haben. Und wie wir dachten, alles Equipment, aber eben doch nicht alles. Eine von den LED-Leuchtröhren samt Tragetasche ward da vergessen. Da hat sich dann irgendwie niemand mehr zuständig für gefühlt, als wir da Nee. umschwärmt wurden von lächerlich großen Gangsterwespen, ja. War ein bisschen ekelhaft, ja. Jo. Aber da kann man auch mal so eine Röhre. Die kostet ja nichts. Ja, naja, Jonas meinte, er hat schon geguckt, aber irgendwie noch keine zum nicen Preis gefunden. Mal gucken. Hast du mit ihm gesprochen schon drüber, oder was? Ja, beim letzten Dreh am 3.10. hatte ich mal Okay. gefragt, ob er jetzt schon eine auf Kette hat und was er da noch kriegt. Weil wir gesagt hatten, dass wir ihm das zumindest teilweise ersetzen wollen, weil Ja, irgendwie haben sie alle verkackt. da beteiligen wir uns natürlich, sage ich jetzt hier offiziell, inoffiziell Das wird in meinem geklippt. Business-Corp, habe ich natürlich gehofft, dass sich das irgendwie im Sand verläuft. Gut, ich werde ihn nochmal nachfragen. Wenn er nie kommt, wer nicht will, der kriegt nichts, ne? Naja, wird schon. Der kriegt schon. Der macht ja auch immer gut mit uns, darf man ja nicht vergessen. Das Also kriegt er stimmt. das natürlich schon. Das stimmt. Oder? Nee. Ich hätte schon gesagt, wir können das vielleicht über die Döner-Treuekarte abrechnen, die er uns angeboten hat, wo er gemeint hat, hey, das 11. Video gibt's umsonst. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Wenn ich die Dönerkarte schon voll mache, dann will ich natürlich auch Nutzen niesen davon, klar. Willst du auch einen Döner haben? Was ich sehr cool Ich finde, will einen Döner ist, haben. dass ihr bei den Performance-Nachdrehs tatsächlich auch den Look dann ganz gut gematcht habt mit dem roten Licht. Das Naja. passt ziemlich geil. Du machst das ja hier nicht mit der Stadtwache. Das ist schon alles. Das ist schon alles, ne, wie es sein soll. Den habe ich auch noch nie gehört. Ja, Stadtwache. Okay. Na, das ist guter alter Skatslang, ne? Wenn du schön dein 32er-Blatt klopfst, dann gibt's beim Skat so ein paar Kalauer, die einfach regelmäßig kommen. Und dabei ist zum einen auch, du spielst ja hier nicht mit der Stadtwache. Ich sehe die Marion Solche Sachen. neben mir grinsen. Ich glaube, die ist besser, größere Skat-Expertin als ich. So eine, die immer. Marion, da können wir mal ein Blatt spielen und uns die Dinger um die Ohren hauen. Die zieht dich ab. Die zieht dich ab. Das Ich ist ja sag's kein ja, das ist Problem. so eine, die mitzählt die ganze Zeit. Die ständig weiß, wer welche Karten hat und wann gespielt hat Naja, und das noch logisch, von drei mitzählen muss Spielen davor. sein. Challenge Mitzählen accepted. muss sein. Weiß nicht, Wie gesagt, spielst du ja hier nicht mit der Weiß nicht, Stadtwache. ob's ankam. Challenge accepted, sagt sie. Oh, das Geil! ist noch ein schöner Shot. Ich glaube, da mach ich mir ein Profilbild draus. Das ist so L'Oreal Mir pisst es gerade wie Haarwaschmittelwerbung. Sau. Echt? Wie frech. Wahnsinn. Warte mal, ist das der, wo ich. Das fand ich auch sehr gelungen, ja. Es hat es ja tatsächlich. Hier. Es hat es ja tatsächlich ins Video geschafft, wie ich hier dieses Stück da hochkletter. Und Jonas hat es Indem tatsächlich ich den geschafft, Berg hochsteige, weil ich dort fünfmal hochgeschickt habe. erstens das, und Jonas hat es geschafft, wirklich die drei Frames rauszuschneiden, wo ich nicht aussehe wie, weiß nicht, eine besoffene Bergziege, die sich da einen abstolpert. Obwohl, nee, die wären ja viel souveräner. Du weißt, was ich meine. Ein Tier, das ungeeignet ist. Wie ein Quastenflosser, der versucht, Ein den. Hanghuhn quasi. Das. Kennst du Hanghühner? Haben die nicht verschieden lange Beine? So, oder? Die haben verschieden lange Beine. Wenn du umdrehst, fallen die runter. Ja, so kam ich mir vor. Das war
Hier sogar, So, das sogar den sofort. Moment mit dem energischen Blick eingefangen, wo das so aussieht, als ob ich da Bock drauf hätte. Ganz groß. Ganz, ganz groß. Und hier, warte mal, ist hier eigentlich, das habe ich mich gefragt, ist denn da eigentlich was von der Drohne dann mit reingekommen von da oben? Ich habe nichts. Bin ich Ich blöd? glaube, kurz vor dem anderen Refrain. Refrain! Jetzt läuft es da noch hoch. Da, okay, nee, jetzt sind wir schon im Dunkeln. Ne, jetzt bist du schon zu weit. Aber da ist auf jeden Fall ein Shot. Ich glaube, nachdem du auf dem. Jetzt irgendwie so, ja. Ja, da, okay. Ah. Okay, das ist der eine Drohnenshot, der ist okay. Ja, gut. Obwohl wir ewig gebraucht haben. Aber schön, dass der geworden ist. Und was ich cool finde, ist hier wirklich der Sonnenuntergang, diese Linie am Horizont. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. War ich sehr begeistert, dass da was draus geworden ist. Ja, würde ich sagen, machen wir so auf jeden Fall nie wieder. Ist das Gelaufe die ganze Zeit hier? Die Szene, das habe ich gefühlt. Ja, völlig fertig. Was haben wir da gemacht? Bestimmt 8000 Höhenmeter mindestens. Naja, es wurde auf jeden Fall wieder sehr viel rumgejammert, sag ich mal. Zu Recht. Vor allen Dingen dann, als es dunkel wurde und man gar nicht mehr gesehen hat. Ebenfalls zu Recht. Sag ich. Ja. Aber war anstrengend. Vor allen Dingen haben wir doch einen Tag danach gleich wieder irgendwas geshootet, ne? Einen Tag danach haben wir den Ach, Fake Fake News News, gemacht. ja. Der war ja Ja, zum Glück ja, nicht mit so viel Wanderschaft verbunden. Nur die paar Schritte ja. dann Nee. um den Reichstag. Das ging ja dann noch. War auf jeden Und Fall ein solides, erholsames Wochenende, sag ich mal. definitiv. Ich bin dafür, wir machen das in Zukunft immer wie was dann im November rauskommen wird, was wir am 3.10. gedreht haben. Ein Das wird ein Drehort, übelst geiles 4 Stunden Video, und fertig. Auf das Ding freue ich mich auch richtig. Da müssen wir noch mehr Werbetrommel rühren. Das müssen mehr Leute ab Start sehen. Das wird so gut. So unfassbar gut. ich finde, das wird wirklich, das war auch ein witziger Shoot. Ja. Die kann man öfter machen. Aber dazu mehr dann beim nächsten Mal sozusagen, November. wenn das dann raus ist. Ja, gut. Aber erstmal, ich finde das ganz gut. Ich mag auch den Song sehr dolle. Weil der hat irgendwie gerade im Chorus, ich mag den Chorus übelst gern. Das ist ja, ist halt wieder mal dieser Dreivierteltakt, ne, der das so ein bisschen, wie sagt man, emotional macht. Der hier ist, Tears ist im Dreivierteltakt, ja? Gut, dass ich das Ja. wusste natürlich. Ja. Ja, doch, könnte hinkommen. Ja, mit ein bisschen Fantasie. Ja, dann tanz mal bei Gelegenheit mal einen Walzer zu, sage ich. Ne? Das geht ja dann. Wollen wir machen. Hui. Besoffen. Ja. Besoffen. In Graz machen wir das mit den Store Dragons Ich zusammen. glaube, ich könnte hier einen ganzen L'Oreal-Kalender draus basteln aus das von dem Video. Das ist wirklich ganz gut. Das kannst du machen. Kannst du Marione dann zu Weihnachten schenken? Da freut die sich. Weihnachtsgeschenke haben wir heute schon abgeholt. Die stehen jetzt schon im Wohnzimmer und bleiben da jetzt bis Weihnachten stehen. Oh, was gibt's? Kann man sowas fragen? Oder sind das diverse Toys, die man für Erwachsene spielt? Richtig. Also Lego, das so teuer ist, dass sich Kinder das nicht leisten können. Aber ich Ah, habe okay. Star einen Wars? super duper Collector's Edition TIE Interceptor mir gegönnt. Und Marione hat sich das Himeji Castle, das ist ein Schloss in Japan, ein berühmtes, gibt es als Lego-Modell, Wie viele gegönnt. Teile hat so ein Ding? Also wie lange sitzt man da, um das zusammenzukriegen? Der TIE Fighter hat knapp 2000. Beim Schloss habe ich jetzt nie geguckt. Ich glaube, was ich mir letztes Jahr reingescheppert hatte, das war der DeLorean aus Zurück in die Zukunft, auch so in dieser Sammler-Edition. Also dann so groß in etwa. Ja, da habe ich die komplette Zurück in die Zukunft-Trilogie nebenbei geguckt, also 6, 7 Stunden und bin nicht fertig geworden. Musste das am nächsten Tag noch fertig bauen. Ich nehme an, der TIE Fighter wird ähnlich. Ja, Bewerbung für Air Force, genau. Nina, das ist es. Das wird's werden. Da mache ich mir eine Setcard draus, ja, mit einzelnen Stills davon und dann werden die fetten Werbeverträge hoffentlich an Land gezogen. Wird der Zeit hier.
Hast gesehen, wir hatten im Postfach schon die ersten, weiß gar nicht was, klang super seriös, Werbeangebote für unseren Twitch-Kanal. Wir hätten Raid Shadow Legends bewerben können, ja. Wo hast du das, was, wie jetzt hier in dem... Ach, hier hatten wir die Nachrichten Ja, oder was in, bei Twitch? ich glaube, da kam es drin. Also irgendwo ploppt es bei mir am Handy auf. Ich habe nur kurz reingeklickt und dachte mir, ja, genau, Raid Shadow Legends, nee, weiß ich nicht. Also das würde ich nicht mehr für Geld machen. Das haben ja sehr, sehr viele, das ging ja eben mal so rum auf YouTube, weil sie offenbar, wie man sieht, jedem Idioten diese Kampagne anbieten. Und jeder da erstmal Geld mitnehmen will. Und die da offenbar hart in die Breite gehen. Aber so ein strunzdummes Handy-Free-to-Play-Abzock-Klickspiel, das sehe ich irgendwie gar nicht ein. Das fühle ich nicht. Ha? Null. Ach so, also das kam quasi, na gut, bei Insta oder so wird das nicht reingekommen sein, Nee, sonst hätte nee, ich es ja nee, nee. gesehen. Das war definitiv über Streamlabs irgendwie. Das ist irgendein Plugin für Twitch. Ich weiß nicht, wann ich das mal. Das habe ich irgendwann mal eingefügt, aber noch nie weiter eingerichtet. Ich glaube, über Streamlabs läuft zum Beispiel auch der Follower-Alarm. Das ist eine Funktion, die bei Streamlabs drin ist. Ne? Wenn jemand auf Follow klickt, dass du dann hier so eine Animation reinballern kannst und sowas. Ja, naja, ich denke, da haben wir es für das Video erstmal erschlagen. Die drei Leute, die da sind, lasst mal einen Kommentar auch auf YouTube da. Das freut wiederum den YouTube-Algorithmus, wie wir das vorhin schon erklärt haben. Und auf Instagram und auf Facebook und auf Das TikTok und sowieso überall in per Dauerschleife. Brieftaube. Brieftaube ist gut. Die dann wiederum anderen Leuten auf den Kopf scheißt und das gibt dann die entsprechende Verbreitung. Ja, von daher würde ich sagen, wir sehen uns Montag wieder hier im Stream für alle, die Bock haben. Da habe ich mir wieder Gäste eingeladen. Das wird gut. Oha. Ja. Wer Also, kommt? Kann man nicht schon sagen. du kannst das in unserer klugen Liste nachlesen. Da habe ich alles eingetragen. In dem Wow. Fall wird es der Tobias Daas von Kings Winter sein. Ein Mensch, den ich schon sehr lange aus dem Internet kenne und damals über seine Band Leviathan kennengelernt. Aber wir haben, obwohl wir schon mehrfach zumindest in Städten gespielt haben, die in der Nähe voneinander sind, haben wir es nie hingekriegt, uns irgendwie mal auf dem Gig zu treffen, geschweige denn mit den Bands mal irgendwie einen Gig zusammen auf die Beine zu stellen, auch wenn wir es immer mal wieder versucht hatten. Und das heißt, wenn ich den Menschen halt schon nie im Real Life getroffen habe, habe ich mir gedacht, holst du den mal hier ran. Das, Okay. da müssen wir das halt so realisieren. Ne? Wenn der Prophet nicht zum Berg, dann muss der Berg zum Propheten. Ja, genau so rum. So sieht es nämlich mal aus. Gut, ich nehme uns jetzt hier raus. Tschüssikowski, in die Runde. Und Ja, tschüssing. bis Montag.